Herbstzeit ist Theaterzeit auf den Dorfbühnen Tirols. So auch in Wattens. Das Stück Der Prinz von Pumpelonien von Katharina Kühl feierte am 14. November im Bad Agap Jugendhaus Premiere. Den vielen Zuschauern, egal ob jung oder alt, wurde ein Spektakel der Sonderklasse geboten. Grandiose Darsteller, perfekt abgestimmte Kostüme und detailgetreue Bühnenbilder. Die lustige und spannende Geschichte rund um den Prinzen von Pumpelonien ist ein Erfolgsgarant. Kräftige Unterstützung auf den Bühnen erhält der Prinz von seinem Vater, dem König, und auch vom Drachen Philippus. Ich bin eigentlich ein etwas dümmlicher König, faul, stinkfaul. Und meine absolute Profession ist menschärgerlich nicht spielen. Da bin ich der Pumpelonienmeister, dreimal hintereinander gewesen. Wir sind immerhin das einzige Königreich mit einem eigenen Drachen. Der Drache Philippus, ja, ist der letzte seiner Sorte. Es gibt ja nicht mehr viele Drachen auf dieser Welt, aber zum Glück noch den Drachen Philippus. Er ist vor 998 Jahren durch einen Streit vor seiner Mama verflucht worden. Die Zauberin Zottelhexe hat ihn verflucht und jetzt ist er, ja, jetzt muss er leider Menschen fressen. Ja, und was wäre wohl ein Theaterstück ohne eine verzwickte Liebesgeschichte? Ja, also zuerst bin ich die Gärtnerin und ich bin halt sehr tierlieb und mich mag eigentlich, also ich bin total freundlich und mich mag jeder so. Und dann, also der Prinz verliebt sich in mich und ich bin auch in ihn verliebt, aber wir dürfen halt nicht zusammen sein, weil die Prinzessin, die Pimpinella und der Prinz Pumpel, die sind halt bei der Geburt, hat es halt geheißen, dass sie halt zusammen heiraten müssen. Und ja, jetzt müssen wir irgendwie probieren, dass halt unsere Liebe doch erlaubt wird. Du musst jetzt sofort... Zu Mariechen, ja! Wo ist sie? Ich musste die Diebin fortjagen! Stell dir vor, die hat den Verlobungsring gestohlen! Es handelt eigentlich jetzt von zwei Königreichen. Ein reiches Königreich, ein vermeintlich reiches Königreich und ein vermeintlich armes Königreich. Die Rollen sind da in der Form jetzt also einzementiert und fixiert. Und dann gibt es eben ein Schreiben, wo der pimpelonische König eigentlich draufkommt, dass der verfluchte Drache einen Riesenschatz in seiner Höhle hat. Und wie das Stickel nachher also spielt, kommt das ganze Ding nachher den Pumpeloniern zugute. Die Pimpis sind dann am Ende arm. Und die Pumpelonier sind dann reich. Aber was ist mit dem Drachen? Der lebt. Was? Oh, der Drache lebt. Gott sei Dank, er ist ja der letzte seiner Sorte, Pumpel. Dass das Leben des Prinzen von Pumpelonien mächtig auf dem Kopf gestellt wird, ist bei dieser Geschichte vorprogrammiert. Dafür hat die Kolpingbühne Wattens wieder einmal ihre Stammbesetzung auf die Bühne geholt und das Stück in gewohnt hervorragender Manier inszeniert. Für all jene, die noch keine Zeit für einen Theaterbesuch hatten, das Stück wird noch am kommenden Samstag, den 5. Dezember, sowie am Sonntag, den 6. Dezember, jeweils um 15 Uhr im Bad Agaphaus aufgeführt. Und so viel darf verraten sein, es gibt ein Happy End.